Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Ich habe jetzt mit der Mod Station ein bisschen was Neues gemacht. Das heißt, ich habe mir jetzt ein paar Dinge zugelegt, sowas wie von wem werde ich beschossen, wann hört die Schlacht auf, ja, ich glaube, das war's auch schon. Also so zwei, drei kleinere Mods. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ganz cool mit den Mods. Man hat einfach eine bessere Übersicht. Ich meine, die sind von der offiziellen Mod Station. Also dementsprechend natürlich nichts, womit ich jetzt einen entscheidenden Vorteil bekomme. Sowas wie, wo muss ich hinzielen, damit ich dem Schiff richtig schön eine verpassen kann. Das wäre zwar ganz schön, aber das hätte dann nichts mehr mit Mods zu tun, sondern eher mit Cheats. Und ich möchte ja besser werden in dem Spiel und eine bessere Übersicht bekommen. Massachusetts. Okay. Kann ich erst probieren, kann ich erst probieren. Uncool. Wenn es sein muss. Okay, das wird ein schlechtes Match für mich. Da muss ich echt noch besser werden. Wir bleiben jetzt aber mal hier. Also ihr seht jetzt zum Beispiel oben den Timer. Ich gehe mal mit dem Maus hin, hier und hier, wann das jeweilige Team gewonnen hat. Das finde ich super angenehm. Außerdem seht ihr auch, von wem ich das meist, das mal, von wem ich Damage bekommen habe, was auch ganz geil ist, weil man dann einfach weiß, okay, von wo werde ich beschossen. Spot mal die erstmal alle. Oh, hier ist ja ein, hier ist auch weg. Also, da weiß ich jetzt schon mal, dass ich eher in die Richtung fahren werde. Ah, die Hipper schaut auch ganz juicy aus. Das war nix. Also da oben haben wir eine Massachusetts, eine Teller, eine Hipper, Icarus. Okay, da haben wir auch einiges. Ganzen Schlachtschiffe gehen nach unten.
Wir haben einen neuen Spotted Ribbons. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich schaue jetzt. Genau, unsere Icarus ist schon drin. Das heißt, ich muss jetzt unbedingt schauen, dass ich den anderen spotte und dann da meine Jäger drüber abwerfe. Nicht zu nah an die beiden hin. Also ja. Ja, ich hätte einfach droppen sollen. Aber die Kagero müsste eigentlich in dem Moment gespottet werden, wo sie ihren Rauchsitz dann verlässt. Na, außer meine Jäger werden abgeschossen, natürlich. Also, ich werde wahrscheinlich schauen, dass ich jetzt möglichst viel Spotting Damage bekomme, weil ich einfach gegen die AA wenig Chancen habe. Okay, Talon ist fast tot. Wir suchen aber wieder den Destroyer, der immer noch hier unten ist. Haben wir's ja. Hauptsache auf den Sack gehen. Ja. Mir wird nicht passieren. Oh. Die Galant. Jetzt linke Seite. Gut, vorbei, die ist auch so gut wie tot. Sehr schön. Also die ist nicht so gut wie tot, die ist tot. Mal schauen, ob wir die Icarus finden. Ja, das ist in New Mexico. Da sind die Fighter von der Biss, von der Pensacola.
Oh, schade. Der Cola ist tot. Team hat die Führung übernommen. Nein. Naja, wenigstens ein Pen. Mehr kann ich, glaube ich, nicht erwarten. Aircraft Carrier detected. Aktiviert.
Sicht. Gegnerischer Zerstörer gesunken. Autopilot aktiviert. Na, so geht's doch. Schlechtes Match, definitiv, aber mit den 2-6 kann ich leben. Hätte ich nicht gedacht, dass es sogar so gut wird. Wo wollen wir hin? Eigentlich will ich überhaupt nicht hier unten sein. Aber hey. Kann ich
mich wenigstens zurückziehen. Sehr schön. Aber da unten kommt eine Bayern. Zwei Bayern. Die kommen. Natürlich. Shit. Wir wurden hier komplett alleine gelassen auf der Flanke. Super. Verstehe nicht, warum die nochmal die da abdreht, aber okay. Also es sind zu viele. Uns definitiv zurückziehen. Feuer müssen wir nicht löschen. Oh. Yes, danke schön. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Ah, genau, und wie ihr seht, dieser Detected, das runterläuft, das zeigt mir an, wie lange ich Detected bin, weil meine Main Batteries gefeuert haben. Das ist auch ein Mod, was ich angemacht habe. Damit es mir einfach ein besseres Gefühl gibt.
kommt. Na. Naja, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Oh, die Ismail. Nee, das, die Ismail wird sogar besser. Und ich sollte mal Gas geben, ich bin hier absolut ohne Deckung. Schlecht. Na. Aber ich werde von keinem anvisiert, was ich ganz angenehm finde. Oder habe ich hier... Ne, den Skill habe ich hier nicht. Ich Trottel. Uff. Ja, ja, wir getan. Zu Recht. Langsamer geworden. Ach, leck mich am Arsch. Naja, schau wie easy. Meine Aim ist gerade auch definitiv nicht gut. Das war mal ordentlicher. Oh ja. Oh, 10.000, sehr schön. Alles nicht so. Oh, Nürnberg.
Schüsse sind wohl vorbeigegangen. Die haben ordentlich getroffen. Na. Ich muss mal aufhören, den hier an Breitseite zu geben. Immer noch zu weit nach vorne, Mist. Easy. Wahrscheinlich zu kurz, also dass er hinter ihr runterfallen. Ja. Sie getroffen hat es auf jeden Fall nicht. Oh, das wird schön. Zwei, die nicht schauen. Schön. Oh ja, die kommen schön. Oder? Nee, sind zu weit. Scheiße. Naja, wenigstens habe ich noch zwei Overpants geschafft. Gefecht endet in 5 Minuten. Er ist tot. Die Torpedoreichweite ist 6 Kilometer, deswegen ist es wurscht. Bleiben wir noch mal ein bisschen. Ja. Das war, glaube ich, auch nicht das Outcome, das die Ismail haben wollte. Oh, Zitadellenhit. Sehr schön. Geil. Ich brauche die Ribbons. Her damit. Leander hat auch definitiv decent AA. Von daher finde ich das jetzt sogar ganz schön, dass er mich hier angreift. Ja gut. Ich möchte... Autopilot.
diese Farben. Schöne Kiste. Ja komm, die Weser da hinten kriege ich eh nicht mehr. Das heißt, die hier ist meine einzige Chance. Ja, die schauen gut aus. Yes! Gegnerischer Flugzeugträger gesprengt. Oh, ich finde, Flugzeugträger zu zerstören ist wahnsinnig befriedigend wegen dem Geräusch. Ja, und jetzt können wir. Autopilot aktiviert. Also ich fresse einen Besen, wenn die das überlebt. So, wer hat mir denn viel? Die Rangel hat mir 1800 gemacht, okay. Die Ismael ist wirklich, die hat mir am meisten Damage gemacht mit 14.787. Was aber auch vollkommen fein ist. Der Ranger habe ich gerade definitiv am meisten Schaden gedrückt. Und tot. 13.000 allein bei dem einen. Ja, 25 Aircraft Shutdown. 21 in einem Deck. Brauche ich nur noch 4 Stück. Zu reparieren. Mehr Credits. Mehr Free XP. Finde ich fein. Die beiden brauchen wir noch nicht. Ja, ich habe das hier genommen. Das hier wäre schon besser gewesen. Wahrscheinlich. Was ist denn eigentlich die Traverse von dem Schiff? Artillery. 31,6. Ist vollkommen fein. Was habe ich bei dir drin? Ah, ich habe eh schon. Secondary Battery Survivability dran. Gut, da habe ich halt aber den Skill, von daher wurscht. Ganz ehrlich, ich will hier eher auf Secondaries gehen. Plus 5%. Komm, scheiß drauf. Secondaries, mehr Secondaries. Das lassen wir jetzt erstmal so.
Reines T8-Match. Nice. Hier? Ja. Nee, eigentlich will ich hier so hin. Na ja, schauen wir mal. Was die Schlacht so bringt. Autopilot deaktiviert. 9 Kilometer Range. Nice. Zwei Zitadellen-Hits. Damit kann ich leben. Drehst du, drehst du, drehst du, drehst du, drehst du. Das reicht mir. Oh, viel zu weit nach vorne. Gegnerischen Kreuzer versenkt. Immerhin. Ich glaube, noch mal ein bisschen was.
Hey, Crapper! Warum bist du hyped? Hast du es geschafft? Und bist du Tier 7? Und MaxFit84? Servus! Nicht Servus, also Servus und danke für den Follow! Merci! Mega! Star Wars Battlefront 2 ist ein nice Spiel. Definitiv. Da bist du doch durch. Oder? Nee, nicht mal. Ja. In den Händen eines guten Spielers, also nicht mir definitiv. Aber ich will auch einfach nur Spaß haben. Ja, ich habe Battlefront für die PlayStation und für die und für den PC. Einzige, was ich immer schade fand, war, ich bin echt zu blöd gewesen, definitiv für die zu fliegen. Ah, dreh noch ein bisschen, dreh noch ein bisschen, dreh noch ein bisschen. Uff. Ich meine schon, ja. Uah, schlecht. Habe ich es mit Controller gespielt? Ich glaube, ich habe es probiert. Nee, bei Battlefield 5 hat es nicht funktioniert. Mit PlayStation Controller. Ich glaube, da ist es wohl gegangen. Baltimore, was machst du denn so? Ah, Zita-Hit, danke schön. Wenn man es einem so einfach macht, dann. Schade, schaffe ich nicht mehr. Ja gut, abstürzen war nicht das Problem. Das Problem war, dass ich es nicht hin, dass ich es nicht geschissen bekommen habe, die Leute abzuschießen. Kleiner. Wenn du es gerne machst und auch gut im Fliegen bist, wie wär's denn dann mit, wie heißt das? Squadron? Star Wars Squadron? Weißt du, welches Spiel ich meine? Ist tot. Ja, meins ist es auch nicht. Also. Bin ich ganz ehrlich.
Wer ist es denn? Die können definitiv was, ja. Wäre das auch echt stark. Ich muss sagen, wo ich jetzt gerade mega gehypt bin. Kennst du Vermintide? Warhammer? Da kommt jetzt Vermintide geht jetzt ins 40k-Universum mit Darktide. Da bin ich mega gehypt. Weil ich fand Space Hulk Deathwing schon witzig, aber das ist ja eher sowas wie Medal of Honor. Servus, blub, blub, grüß dich. Yep, zum Kratzen. Aber ich muss heute nicht in die Arbeit, von daher ist es ganz okay. Ventilator will ich mir nur nicht anmachen, weil ich mich aktuell ein bisschen erkältet habe. Kein Corona. Hab mich testen lassen. Aber kann trotzdem nicht in die Arbeit. Also, noch ist nicht ganz klar, aber ab morgen hoffe ich, dass ich wieder arbeiten kann. Ja, du bist auch unterm Dach. Da ist das natürlich schlecht. St. Peter Ordin? St. Petersburg oder bin ich gerade zu blöd? Oh, du wirst mir eine Breitseite ergeben? Damit kann ich leben. Bisschen zu hoch. Was? Das
Das ist nicht euer Scheiß Ernst, ey. Smolensk auf der Seite, ey. Kurz im Strahl. Dadurch, 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 dadurch. Alter, echt jetzt? Okay. Wenn du eine Smolensk auf deiner Seite hast, dann hast du halt eh keinen Spaß. Alter. Jo, bis später. Alter. Ich werde nur gefarmt von denen. Ja, jetzt bin ich eh tot. Drei Feuern. Wahnsinn. Du kannst nichts machen. Alter, ist dieses Schiff behindert. Premium-Schiff oder? Sehen, was die. Hier ist er nicht drin. Nicht was sie kostet, sondern Premium. Wenn ich ein Premium-Shop wäre. Ist das schon der, oder? Die Armory. Ich hätte einfach nicht alleine da runterfahren sollen. Ah. Ich muss ja noch auf 5 kriegen. Wie viel brauche ich da noch? Ah. Naja. Thank you.
dass es 10 Jahre braucht, um T4-Match zu finden. Auch interessant. Na rein. Das heißt, ich muss irgendwann in der Nähe von jemand anderem bleiben. Und zwar in der Nähe Wyoming? Uff. Colbert? Uff. Kaiser. Kaiser. Wir gehen zur Kaiser und fahren mit der. Na toll. Na gut, schauen wir mal. Also hier durch die Kanäle fahre ich nicht durch. Ich habe zwei Destroyer, die Svetlana hat Torpedos, die Cesano, weiß ich nicht. Na. Da ist die rein. Weiß gar nicht, wie ist die LA von den Franzosen? Ja, im Zweifelsfall auch schlecht. Okay, die Hausschau geht dahin. Ich meine, die haben 3 Kilometer Range bei mir. Ja. Sano hat Spaß. Genau, und die V-170 da unten, die fährt da rein. Leck mich. Ganz sicherlich nicht in die Kanäle rein. Folgt der Cesano. Ich schau mal, ob ich da dann ein paar schöne Flanking Shots bekomme. Ja. Warten wir mal noch ein bisschen. Okay, gut, die ist eh tot, oder?
Ja, die ist tot. Nee, zurück, das ist Destroyer. Oh, 15.000 Damage, das hat gut getan. Die Wakefall ist ganz da hinten. Die überhaupt zu mir rüber. Ne, tut sie nicht. Na, okay. Miyogi dreht ab. Okay, das heißt. Aber Miyogi hat keinen einzigen Feind. Bis jetzt gemacht. Ah, ich glaube, die ist wirklich die ganze Zeit nur, hat nur versucht, hier rüber zu kommen. Ich meine, gut, ich habe auch noch nicht viel gerissen. Ich habe da eigentlich gerade zwei oben. Ich habe da eigentlich gerade zwei oben gesehen. So, werden wir wieder ein bisschen langsamer. Ja, 9-3, sehr schön. Die Wyoming ist gleich tot, ich muss aufpassen, dass ich da nicht der Einzige bin, auf den sie schießen können. Deutsche sind einfach so verwundbar gegenüber diesem Plunging Fire von oben. Okay, Sekunde, muss schnell jemand los. Das mache ich nach dem Spiel. Nein, ich möchte nicht famous werden, kleiner Bot.
shit. Oh, echt jetzt? Das war's für mich. Komm schon. Yes! Ich habe noch mitgenommen. So. Und zack. Ben. Dankeschön. Schauen wir mal, was machen so die anderen? Keiner hat aus Maul bekommen, machen wir das wieder ab. Ja. Probieren wir später nochmal mit der Gangut. Was wir so lange machen könnten, wäre. Genau. Die Italiener mal auf Tier 3 bekommen. Wo wollen wir denn hin? Modalità pilota automatico attivata. Modalità pilota automatico disattivata. Incrociatore nemico individuato. Avvistato cacciatorpediniere nemico. Avvistato incrociatore nemico.
Gott. Hilfe. Caccia torpediniere nemico individuato. Oh! Doch ein Zitat. Geht anscheinend doch. Wieder drei Overpants. Wahnsinn. Schon. Tötet die Weymouth. Avvistato incrociatore nemico. Schon? L'incrociatore nemico sta colando a picco. Dankeschön. Weymouth ist auch tot. Wir fahren hier doch gerade nur Bots mit, oder?
50.000 Schaden. Boah. So, jetzt machen wir aber auch mal schnell was zu essen. Ich komme gleich wieder.
So. Bitte habe ich 2000. Danke. Pommern freut sich, dass wir 8 Zerstörer haben. Also wahrscheinlich auch nicht unbedingt, aber. Also ich folge jetzt einfach mal der Pommern. Fünf. Unsere 2 Zerstörer da. Der geht auf B und der schaut mal nach C rein. Kriegt wahrscheinlich ein Torpedo in die Fresse und zieht dann wieder alleine. Schauen wir mal. Wie viele sind durchgekommen? Na doch, ein paar. Musste schnell schießen.
Oh, 2 Pence. Na, damit kann ich leben. Zwei Pommern und Friedrich der Große. Beide da oben. Ja, okay. Schauen wir mal. Gut, die werden uns nicht pushen, weil die Ibuki hat Torpedos. Und wenn die Ibuki pusht, dann kriegt sie eins in die Fresse. Deswegen hoffe ich mal, dass es nicht tut. Gegnerische Ibuki haben wir auch. Okay, der dreht wieder rein. Die Ibuki dreht ab. Aber leck mich am Arsch, was kommt denn da? Wurde ich vorhin schon so gefarmt, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. Ja, dreht auch wieder ab. Weil er keinen Bock auf den Scheiß hat. Schön. Und einen Turm außer Gefecht gesetzt. Okay, von hier sind die Torpedos. Schade. Unsere Pommern hat das Zeitliche gesegnet. Okay, wir haben alle 3 Caps. Das heißt, ich muss hier oben jetzt eigentlich nur gerade überleben.
Wir werden 4 Minuten gewonnen haben. Ich mag das Mod. Wow, war der schlecht. Wow. So, passen wir der Torpedos. Na, okay, gut, aber der stirbt. Flooding, oder? Ja. Schon wieder zu weit nach vorne. Ja, das eine Feuer kann man da auch mal löschen. Sehr schön. Das wird schwierig noch zu retten.
wenigstens einen Pin bekommen. Shit. Er hat die Pommern auch bekommen.敵軍の勝利が目前。後方から魚雷接近。喫水戦火に火弾。浸水が発生。 Was? Ein Treffer hätte ich da wohl gerne bekommen. Shit. Wow, okay. Ich bin der letzte Überlebende. Wenigstens nochmal 6300 Damage.
Okay, viel ist es eigentlich nicht mehr, ne? Probieren wir es mal wieder mit unserem Fünfer. Vierer. Double Carrier Game. Oh, fuck my life. Warum kann ich dieses Double Carrier Game nicht in meinem Deutschen wieder haben? Hatte ich vorhin? Da habe ich 21 Flugzeuge abgeschossen.
schöner Hit. Ist doch mal. Du bist ab. Oh, die kommen gut. Naja, hat mir ein bisschen mehr erhofft, aber hey. Musst du sich jetzt dann gleich beachen. Nicht mal, okay, krass. Wow. Ich habe gerade mit meinem hinteren Turm mehr Schaden gemacht als mit den drei vorderen. Na ja, gut, die ist hinüber. Noch eine Nassau und eine Toronto. Die hat abgedreht. Das nenne ich doch mal Damage. Das nehmen wir doch mit. Yes. Торпеды прямо по курсу. Справа по борту.
Ah, shit. Na, der ist tot. Ich habe eigentlich gedacht, die fährt. Geh weg. Oh ja, die kommen schön. Авианосец врага потоплен. Schafft ihn das so locker? Jetzt ist er tot. Das jetzt fehlt nur noch die Miyogi. Kann ich in Ordnung weiter essen. Наша команда получила преимущество. Hä? Ja, ich komme eh nicht mehr rechtzeitig aus der Base raus.
Wunderbar. Also nicht mehr lange. Probieren wir es nochmal mit dem Miner. Irgendwie wenig Bock. Aber alles für die Mission, ne?